Classic Rock Radio. Rockt lauter. Es ist kurz nach vier und jetzt beginnen hier auf Classic Rock Radio die Rock Talents. Und bei mir zu Gast sind Tortuga mit Ready for Boarding auf Classic Rock Radio. So sieht's aus. Also jetzt müssen wir nochmal zum Genre zu sprechen kommen, weil ich die ganze Zeit von Pirate Metal geredet habe. Aber ihr selbst würdet euer Genre nicht so bezeichnen, ne? Nee, wir nennen das eher Heavy and Roll, weil es eine Mischung aus beiden ist. Also Heavy Metal und Rock'n'Roll. Wie hat das mit Tortuga so angefangen? Ja, das fing ja wie gesagt an Silvester vor zwei Jahren. Dass man, Im Vollsuff, ja. Also das war doch Bier, ne? Sehr heftig. Classic Rock Radio. So, zu Gast sind immer noch in den Rock Talents Tortuga und gleich gibt's CDs zu gewinnen. Wir hören jetzt noch einen Song von ihnen und danach wird verlost. Welchen Song hören wir? Pirate Song steht hier. Jau. Was gibt's darüber zu erzählen? Bestimmt irgendwas. Ja. Also lass mich raten, er hat was mit Piraten zu tun. Nein, Quatsch. Und die Themen in euren Songs angeht, ich meine, offensichtlich handeln die von Dingen aus der Piratenwelt. Aber wie holt ihr euch da Inspiration? Zieht ihr euch da irgendwie massenweise Piratenfilme rein? Oder lest ihr historische Bücher über Freibeuter, die es wirklich gegeben hat? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, sowohl als auch. Es gab bei uns auch schon Fluch der Karibiknächte. Ich habe mich auch schon querbeet durch Google geklickt und habe Stories gelesen, wie Piraten ihr Sexleben ausgelebt haben auf dem Schiff. Das interessiert mich persönlich jetzt, muss ich sagen, sehr. Es gibt da so wissenschaftliche Abhandlungen darüber, die sagen, dass alle Piraten schwul waren, weil gab da keine Frauen auf den Schiffen. Und naja, was machst du da so für Monate lang? Das lass nicht die Jungs von Aelstorm hören, sonst zerrupfen die dich in der Luft. Pech gehabt. Und hängen dich mit ihren Bassgitarrenseiten auf. Okay, wir hören jetzt nochmal einen Song von euch. Er heißt Black Jack. Tales of Pirates, everybody knows. Wie heißt euer Album eigentlich? Das heißt Pirates Bride. Stimmt, steht auch drauf. Die Piraten. Verrückt. Wie lange habt ihr so daran gesessen? Also länger als wir wollten. Ungefähr, glaube ich, 3 Monate, aber das heißt nicht am Stück. Gibt es irgendeine Band, die ihr beide wirklich verehrt oder mit der ihr zusammen mal gerne, mit der ihr zusammen gerne mal auf Tour gehen würdet? Ja, also das wäre tatsächlich dann schon Running Wild. Das wäre echt der Hammer. Bei mir zu Gast sind Tortuga bzw. Captain Mary Read und Sir Blackbeard. Sind auch so verkleidet. Also hier stehen zwei Piraten. Also sie sehen schon ziemlich waschecht aus, muss ich sagen. Sie sieht aus wie so eine richtige Piratenkapitänin. Ihr könnt ja mal über die Webcam schauen. Die Pirates sind auch back in town oder back in Studio. Nämlich bei mir sind Tortuga. Ah, woher kommt ihr eigentlich? Von Tortuga Island, ne? Ja. Oh. Ja, dann sonst. Ja, das ist krass von euch, Mensch. Nicht schlecht. Das kam perfekt. Ich dachte gerade, hör mal, habe ich das noch nie gehört am Ende des Songs? Nein, okay. Wollt ihr mal ein bisschen Werbung für euch machen? Wie sieht es denn so mit eurer Internetpräsenz aus? Also seit das vorhin schon gesagt, www.tortuga-band.de. Da kriege ich auch eure Musik her, ne? Genau, unsere Musik ist nämlich for free, also frei. Warum macht ihr das? Also ihr macht das offenbar nicht des Geldes wegen, das ist mir klar, aber... Der Musik wegen. Wir wollen, dass wir gehört werden. Und wie kriegt man das hin? Ne? Man verteilt seine Musik. Ja, ihr merkt, Tortuga, die machen Musik der Musik wegen, nicht des Geldes wegen. Ja, das ist schon fast ein bisschen fanatisch antikapitalistisch, aber irgendwie auch cool. Ja, wir haben aber noch CDs hier rumfahren und die sollen jetzt an euch gehen. Deshalb könnt ihr jetzt anrufen im Studio. Es ist sogar sehr erwünscht, dass ihr anruft. 0681 94 und 7x7, wenn euch die Piratenmucke von Tortuga genauso gute Laune macht. Ja, anrufen. Anrufen. Ah, da klingeln schon die Leitungen. Wunderbar. Ja, zu Gast waren Tortuga. Ich sag schon mal vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und gleichfalls. Bringt mir irgendwann mal was Schönes von einem eurer Raubzüge mit.